Hallo meine lieben Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA San Andreas mit Big Pauli. Ja, in diesem Part werde ich euch zeigen, wie ihr die Bürgerwehrmission ganz leicht schafft. Naja, ganz leicht ist nicht ganz der richtige Ausdruck, aber es ist wesentlich leichter. Also dafür muss ich erstmal kurz gucken. Wo ist das? Da ist es. Ich stoppe euch das Motorrad hier auf Verdant Meadows und begebt euch zur Area 51. Hier irgendwo muss die Schwachstelle im Zaun sein, die die Entwickler vermutlich intentionell dagelassen haben. Und durch diese Schwachstelle werden wir jetzt durchbrechen. Wir haben sofort 5 Sterne, weil wir in einen Regierungskomplex eingebrochen sind. Und hier klauen wir uns jetzt einen Panzer. Diesen Panzer müssen wir nun zurück nach Verdant Meadows bringen. Das Tolle an diesem Fahrzeug ist, dass alle, die ihn rammen, explodieren. Ah, schade, verfehlt. Es ist absolut egal, dass mich das FBI gerade verfolgt. So, der Panzer ist in der Garage. Jetzt müsst ihr abspeichern. Und der Fahndungslevel ist weg und ihr habt einen Panzer. Ja. Ihr habt zwar jetzt ein paar brennende Fahrzeuge in eurem Garten, aber das ist ziemlich egal. Das Wichtigste ist, ihr habt einen Panzer. Damit könnt ihr nun die Bürgerwehr machen. Müsste ich noch irgendwie auf die Straße kommen. Ja, dieser Versuch wird anscheinend nichts.
Versuchen wir es gleich nochmal. Also dann erstmal müssen wir irgendwie auf die Straße kommen. Fahre ich erstmal einfach ein paar Bäume. Pass doch auf, wo ich hinfahre, Sonntagsfahrer. Aus dem Weg, ich verfolge gerade einen Verbrecher. Den schnappen wir jetzt. Erwischt. Stehen bleiben. Tja, wenn ich hören will, muss fühlen. Ja, verzieht euch von mir. Und boom. So einfach kann man jemanden töten. You want me to smash you now?
immer müssten die Polizeibeamten rumnerven. So. Wieder ein Level geschafft. Ihr könnt versuchen zu fliehen, aber es ist unvermeidlich, dass ihr sterbt. Da kommen sie mir auch schon entgegen. Selber schuld. Wenn ihr euch denkt, dass ihr volle Kanone in mich reinfahren müsst, dann sterbt ihr halt eben. Ich bin doch jetzt tatsächlich schon auf Level 7. Jetzt bin ich schon bei 3 Sternen. Da hinten sind die Ziele. Okay, das ist jetzt echt unfair.
schön, meine Fahrerskills gehen wieder nach oben. You comedian asshole! Ja, geht mir mal aus dem Weg, Polizei, und nervt dich rum. Mehr als nerven kann die Polizei in diesem Spiel eigentlich auch nicht, wenn man sich gut vorbereitet. Immer diese Verbrecher, die unbedingt überleben wollen. So, wenn ich mich nicht irre, ist das jetzt der letzte Level. Und da hinten ist schon die Autoschlange. Sehr schön. Und jetzt muss ich zurück nach Verdant Meadows fahren. Zufälligerweise fahren die direkt über meinen Weg, dann kann ich die auch noch schnell abknallen. Na komm schon. Warum sollte ich sie nicht aus dem Weg fahren? Das bringt auch noch mal ein bisschen Geld ein. Und sie liegen auf meinem Weg. Die liegen jetzt nicht mehr auf meinem Weg. Up, up and away, my wonderful balloon.
check for that. Immer diese Polizei. Immer diese Helikopter. So, schon einpacken. Es ist besser, wenn ich hier drin darauf warte, dass die Zeit abgelaufen ist. Really want this to get messy, huh? Ich mag dieses Katana. Ja, aber ich habe die Mission erfüllt, also. Und an dieser Stelle mache ich jetzt erstmal wieder einen Cut. Es war mir wie immer eine Freude, euch als meine Zuschauer zu haben. Like das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr mich schon abonniert habt und noch nicht auf das Glockensymbol neben dem Abonnieren-Button geklickt habt, macht es, damit ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst. Das war's für heute von Big Pauli. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.